Die Fachgewerkschaft Privatangestellter Druck, Journalismus und Papier hat heute in St. Ruprecht an der Raab gegen die Möglichkeit der einseitigen arbeitsrechtlichen Schlechterstellung für ihre Arbeitnehmer protestiert. Derzeit gibt es in diesem Bereich in der Steiermark 1000 Beschäftigte. Seit dem 13. Juni gibt es keinen grafischen Kollektivvertrag für Österreich mehr. Seitdem können Betriebe einseitig, das heißt ohne Einverständnis der Arbeitnehmer, die Verträge verändern. Besonders betroffen davon könnte das Urlaubs- und Weihnachtsgeld sein.